Hallo meine lieben Schrauberfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier, ja, aus meiner Werkstatt oder nicht Werkstatt, Schrauberkeller, wie auch immer. Nein, heute bin ich nicht in der Werkstatt, heute habe ich das Moped bei mir zu Hause und ich werde heute die Bremsbeläge wechseln bei der 100 Transalp. Ich habe die gekauft, lasst mich lügen, ich glaube irgendwas mit 30.000 Kilometern. Schauen wir mal, was der Tacho spricht. Ich habe die irgendwas mit 32 oder sowas, 34 gekauft. Jetzt hat sie 60.000. Und hier sind scheinbar noch die allerersten Bremsbeläge drauf. Sie fangen leicht an zu quietschen. Deshalb möchte ich diese austauschen. Was kommt drauf? Ich habe mir hier solche Lukas TRW Bremsbeläge bestellt. Ich glaube, sind es nicht. Schauen wir mal. Was sind das für welche? Sind das normale oder sind da? Ich werde es euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Kann ich jetzt genau aus dem Code hier nicht herausnehmen. Auf jeden Fall, ja, sieht man sehr, sehr viele metallische Anteile hier in diesen Bremsbelägen. Diese wollen wir heute tauschen oder diese will ich heute tauschen. Ja, und wie das Ganze hier vonstatten geht und wie ich da voranschreite, das seht ihr in diesem Video. Also, ich würde sagen, auf geht's. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Bremsscheibe, wir haben eine zweite Bremsscheibe. Wow, was sagt uns das? Diese 100 Transalp ist eine PD10, wurden meines Wissens nach, ich glaube, ab 97 bis 99 gebaut. Meine ist einer der letzten, kommt aus Italien, keine Japanerin. Und ja, wie gesagt, deshalb, weil viele immer schreiben, ja, das ist gar keine PD10. Könnt ihr immer daran erkennen, zwei Bremsscheiben vorne ist eine PD10, eine Bremsscheibe vorne ist immer eine PD06. Da ich im Zuge hier auch gleich die Bremsflüssigkeit wechseln werde, weil diese bereits schon 2 Jahre lang nicht mehr gewechselt worden ist, schraube ich hier erst einmal diesen Behälter auf. Ja, die Schrauben können ziemlich fest sitzen. Ich mag es nicht, wenn man hier diese Schraubenköpfe kaputt dreht. Ja, mit einer Hand und der Kamera ist das ein bisschen schwierig. Warum schraube ich das Ganze auf? Ja, beim Auto macht man es auch so, wenn ich jetzt letzten Endes vorne die Bremssättel runterhole, den Bremskolben zurückdrücke, drückt natürlich die Bremsflüssigkeit wieder zurück hier in den Ausgleichsbehälter. Und wenn der überfüllt ist, da ist zwar so eine Gummimembran mit drin, dann kann das Zeug hier rausdrücken und ist nicht so gut, habt den großen Druck. Deshalb schraube ich das Ganze jetzt hier erstmal auf. Schrauben werden beiseite gelegt. Wie ihr seht, habe ich mir schon so einen Lappen rumdrum gewickelt. Falls irgendwo Bremsflüssigkeit rankommen würde, frisst es mir den Lack nicht an, sondern wandert in dieses Tuch. Wie gesagt, Schräubchen erstmal rausdrehen, Deckel abnehmen und dann werde ich mit einer kleinen Spritze hier schon mal ein bisschen was raussaugen von der Flüssigkeit, dass wenn ich die Bremskolben zurückdrücke, diese letzten Endes die Flüssigkeit hier genug Platz im Ausgleichsbehälter hat. So, das legen wir mal hier beiseite und dann habt ihr hier noch so ein Kunststoffteil mit diesem Gummi. Und dann könnt ihr sehen, da ist die Bremsflüssigkeit drin. Ja, passt eigentlich. Ein bisschen wenig drin, könnte ein bisschen mehr drin sein. Mein Gott, was soll's. Hier habt ihr so ein Schaufenster. Das zeige ich euch auch gleich mal. Da gibt es so ein Schauglas. Und daran kann man erkennen, ich mache vielleicht mal hier das Lichtchen an. An dem Schauglas kann man natürlich den Füllstand erkennen, wenn die Schärfe passt. Da könnt ihr das sehen, genau. Da sehen wir den Füllstand. Um den Bremssattel hier jetzt demontieren zu können, brauchen wir hier eine Ratsche mit einer 12er Nuss und lösen hier einmal diese Schraube und einmal diese Schraube hier. Fühlt sich so an, als wenn auf den Schrauben Loctite drauf wäre. Das prüfen wir jetzt mal. Oh, tatsächlich, Schraubensicherung war drauf. Ja, an dieser Stelle gibt es ein bisschen was zu beachten. Wirklich viel Werkzeug braucht man nicht, um die Bremssättel runterzunehmen. Auf der anderen Seite habe ich den Bremssattel bereits schon gelöst. Ihr seht, er baumelt da so schön vor sich her. Ganz wichtig ist am Anfang, dass ihr hier diese Schutzkappe rausdreht. Nehmt euch einen passenden Schraubenzieher, schaut, dass ihr das nicht kaputt dreht. Und die sollte man auch nicht so fest anziehen. Das ist wie gesagt einfach nur eine Schutzkappe. Und hinter dieser Schutzkappe verbirgt sich ein Imbus, ein Sechskant. Die kleine Viertelzoll-Ratsche, so sieht der aus. Den setzen wir da an. Und Quatsch, richtig rum und lösen das Ganze hier schon mal. Das ist ziemlich wichtig, ansonsten kriegt ihr die Beläge nicht raus und wenn ihr den Bremssattelträger hier samt Bremssattel gelöst habt, ist es halt blöd, die ihr lose bekommen sollte, die ja richtig fest angezogen worden sein oder angegammelt sein oder wie auch immer. Okay, wo ist mein kleines Döschen? Hier ist mein kleines Döschen mit meinen Teilchen, das ist für die linke Seite. Ich hole mir jetzt ein Döschen für die rechte Seite und dann geht's auch gleich weiter.
Schauen wir mal, Länge ist identisch. Ja, und hier sieht man das. Ich zeige es euch gleich mal. Hier, wenn man die Schärfe passen würde. So, hier sieht man das Ganze. Da befindet sich Loctite an den Gewinden. Ja, das werde ich sauber machen und mit neuem Loctite versehen, bevor ich den Bremssatz wieder festschraube. Anschließend mache ich das so, dass ich hier einfach die Kolben ein bisschen zurückdrücke, indem ich gegen den Bremssattel hier so drücke, damit letzten Endes dieser hier viel leichter sich von der Bremsscheibe ziehen lässt. Und hier kann man das Ganze jetzt sehr gut sehen. Hier befinden sich die Bremsbeläge. Ja, und dieser Bremsbelag ist natürlich mit diesem Splint, oder die beiden Bremsbeläge sind mit diesem Splint hier fixiert. Deshalb habe ich das vorher auch schon gelöst. Und jetzt werden wir das Ganze hier mal rausdrehen komplett. Und dann werdet ihr das auch sehen. So, das letzten Endes... Dieser Splint gibt hier die beiden Bremsbeläge frei. So, Splint ist jetzt nur ein Stück so weit raus, denn da ist so eine Bohrung. Jetzt haben wir hier den inneren Belag. Da könnt ihr diese Bohrung hier nochmal sehen. Jetzt haben wir den inneren oder den äußeren und hier den inneren von der Seite, wo die beiden Bremskolben sind. So sehen die hier aus. Das sind hier Nissin. Scheinen wirklich noch die allerersten zu sein bei 60.000 Kilometern. Ja, und dann können wir hier diesen Splint hier auch rausholen. Den sollte man auf jeden Fall schön sauber machen. Den lege ich hier mal beiseite. Dann ziehe ich mir hier auch gleich diese Spange heraus und lege die auch beiseite. Und dann können wir hier den Bremssattelträger hier einfach rausziehen. Der ist hier auf diesen zwei Bolzen fixiert oder arretiert. Den zieht ihr einfach nur hier so zurück. Da könnt ihr die Gummimanschette sehen. Bei Gegebenheit sollte man die Gummimanschetten auch gleich prüfen, ob diese noch gut sind, in Ordnung sind. Dem ist so. Und das Ganze werden wir dann auch noch putzen. Hier könnt ihr sehen, da ist noch so ein bisschen Staufenfett innen drin, hier auch auf dem. Das werden wir alles sauber machen und neues Staufenfett drauf geben. Und ja, als nächstes werde ich hier ein Brett reinlegen, die Bremse mehrmals betätigen, dass die Kolben rauskommen, damit ich hier diese Flächen richtig schön sauber machen kann. Denn ja, wenn man, wie gesagt, neue Bremsbeläge drauf macht, sind die viel, viel stärker wie die abgefahrenen. Die Kolben gehen hier wieder rein und der ganze Dreck würde innen drin sitzen und das Ganze könnte festgammeln und dann hätten wir keine Bremswirkung. Ja, und zum Putzen, damit es leichter geht, kann man hier, ich schwenke mal nach oben, damit ihr das seht, kann man hier natürlich auch diese Achterschraube lösen und dann habt ihr das Ganze hier freihängend und ja, könnt besser den ganzen Bremssattel hier so ein bisschen von dem Dreck und Staub befreien. Freunde, was ich in diesem Zuge sehr, sehr gerne mache, ich nehme hier so ein schmales Stück Holz, klemme es hier zwischen den ja, Bremssattel und ja, pumpe paar Mal oder am Hebel, am Bremshebel, pumpe paar Mal am Bremshebel und dann kommen die Kolben so weit raus bis zu diesem Brett. Habe ich die jetzt hier so weit draußen, kann ich eigentlich das Brett rausholen. Warum mache ich das? Ihr könnt hier diesen ganzen Dreck sehen, hier vorne das Graue und auch hier so eine Korrosion, die hier sich befindet auf diesem Kolben. Wenn wir jetzt neue Bremsbeläge reinmachen, die wieder die volle Stärke haben, müssen diese Bremskolben komplett hier rein, in diesen Zylinder hier drinnen rein. Wenn ich jetzt das mit diesem Dreck dort reinschiebe, bleibt der Dreck hier innen drin, in dem Zylinder drin, stecken von diesem Kolben und die Kolben sind dann oder laufen Gefahr, dass sie dort innen festgammeln, festrosten oder was auch immer. Deshalb werde ich jetzt hier Bremsenreiniger nehmen und das Ganze hier wirklich penibel sauber machen. Passt auf, diese Fläche ist hier beschichtet, kratzt dann nicht mit dem Schraubenzieher oder mit irgendwas Scharfen rum, macht das nicht sauber mit dem Vlies oder irgendwas. Wie ihr seht, mit dem Finger geht schon fast ziemlich gut ab. Ich werde das jetzt mit einem Bremsenreiniger alles schön sauber machen. Und wie gesagt, anschließend werde ich die Kolben von Hand rein zurückdrücken. Wenn es nicht von Hand geht, nimmt eine Schraubzwinge und drückt sie einfach mit der Schraubzwinge rein. Funktioniert auch, wenn ihr keinen Kolbenrücksteller habt. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, egal ob beim Motorrad oder beim Auto, die Kolben erstmal rausfahren, wenn man die Bremsbeläge wechselt, weil neue Bremsbeläge wieder die volle Stärke haben. Stellt euch das mal vor. Hier könnt ihr die alten sehen, die sind wirklich hauchdünn und die neuen, die haben locker die doppelte oder fast die dreifache Stärke. Somit muss der Kolben wieder komplett rein und den Dreck wollen wir natürlich nicht in dem Zylinder hier drin haben, wo der Kolben halt reingeht, im Bremssattel letzten Endes drin. Deshalb das Ganze schön penibelst sauber machen. Hier kann man das Ganze jetzt letzten Endes sehen. Der eine Kolben ist schon bereits schön sauber geputzt wie dieser hier oben und den habe ich bereits hier einfach eingedrückt. Wie drückt man den ein? Einfach mit den Fingern, ja, da braucht man ein bisschen Kraft, Druck ausüben, dann bekommt man den schon rein. Ansonsten
braucht ihr einen Kolben Rücksteller. Das Ganze habe ich auch noch mit Bremsenreiniger ein bisschen gereinigt. Ja, und jetzt versuchen wir den mit den Fingern dort wieder hineinzudrücken. Ansonsten nimmt er eine Schraubzwinge. Ihr könnt auch ganz einfach hier innen drin eine Nuss reinsetzen, Schraubzwinge zusammendrücken. Aber wie gesagt, wenn man keine Lust hat, permanent hin und her zu laufen, so wie ich, dann drückt man den Kolben hier auch problemlos mit den Fingern rein. So, Kolben sind drin. Das könnte man hier noch so ein bisschen sauber machen und putzen. Und das Ganze ist hier schon gegessen. Sehr schön. Wenn wir das auch schon gereinigt haben, die Kolben, kann man hier auch das Teil reinigen. Hier innen drin das Gummi ein bisschen sauber machen, den ganzen Dreck da aus diesem Gummi rausholen. Ja, und dann geht's auch schon wieder an den Zusammenbau. Es ist jetzt alles sauber gemacht. Die Spange habe ich hier auch wieder reingesetzt und gereinigt. Auch diese Flächen sind hier schön gereinigt worden. Und jetzt müssen wir letzten Endes nur noch hier diese Führungsstifte schön mit Staufenfett einschmieren. Natürlich hier auf dieser Seite. Und auch das Gegenstück, natürlich den Bremssattelträger. Und dann haben wir natürlich auch noch hier dieses Teil. Da müssen wir den Führungsstift, den Führungsbolzen auch etwas einfetten. Ja, ist das Ganze jetzt hier soweit fertig, dann kommt hier der Bremssattelträger auch wieder drauf. Einmal dort und einmal hier. Zack. Das Ganze so ein bisschen hin und her bewegen. Achtet drauf, dass der da hier richtig drauf sitzt. Dass das Gummi da richtig schön überstülpt. So muss der laufen, das überschüssige Fett. Das kann man hier so ein bisschen wegnehmen. Fett an der Bremse ist nämlich nicht immer gut. Ja, und wenn wir das Ganze hier jetzt schon haben, dann kommen auch die neuen Belege rein. Ich will nur gerade mal schauen, weil auf diesem einen Belag, ihr könnt ihr sehen, der eine Belag, das ist der, wo die Kolben gedrückt haben. Und auf dem anderen Belag war hier so eine Metallspange drauf. Die werde ich noch runterholen, sauber machen und auf den neuen Belag machen. Das ist nämlich die, die hier von dieser Seite hier drauf kommt. Hier könnt ihr die Abdrücke nämlich schön sehen von diesem zwei Hufeisen. Ja, das Blech ist jetzt hier halbwegs sauber gemacht und auf den neuen Bremsbelag aufgelegt. Hier zeige ich euch nochmal, die sind von TRW Lukas. Da könnt ihr sehen, die Lukas-Nummer LUK und die KBA ist von TRW. Die KBA-Nummer. So, jetzt schnappen wir uns den Bremssattel und jetzt werde ich hier... Ach, Quatsch. So rum kommt er rein. Den hier einmal rein. Dann diesen hier so rum rein. Und jetzt brauchen wir unseren Stift, den wir auch schon sauber gemacht haben. Da können wir den Stift sehen. Jetzt ziehen wir nochmal die Schärfe neu und ein bisschen die Helligkeit, dass man hier was sieht. So, da haben wir unseren Stift. Und der muss natürlich wieder hier durch diese zwei Löcher durch, damit die Belege nicht rausfallen. Ja, jetzt brauche ich meine kleine Ratsche wieder. Schrauben wir das Ganze fest. Hier auf diese Schraube kommt kein Loctite, war auch keins drauf. So, handfest anziehen, das reicht. Da kommt ja sowieso diese Staubschutzkappe drauf. So, handfest anziehen, das reicht. Da kommt ja sowieso diese Staubschutzkappe drauf. Ja, und dann haben wir unsere Belege hier schon drin. Na, Schraubenzieher, komm her. Jetzt können wir die hier so ein bisschen auseinanderdrücken mit dem Schraubenzieher. Und schauen wir mal, ob der Sattel hier auch auf, ja, wie gesagt, die Bremsscheibe auch drauf geht. Die Kolben sind zurückgedrückt. Schauen wir mal. Schärfe vielleicht mal wieder neu ziehen. Zack. Dann könnt ihr sehen, dass das Ganze hier problemlos drauf geht. Die neuen Schrauben mit Loctite versehen und festschrauben. Loctite ist jetzt hier so ein kleiner Tropfen drauf, da auch. Ich verreibe das hier noch so ein bisschen. Und wie gesagt, jetzt kommt hier die erste Schraube rein. Und die zweite.
und die Schrauben werden angezogen mit einem Drehmoment von 25 bis 30 Newtonmetern. Ich habe jetzt mal 25 eingestellt auf meinem Drehmomentschlüssel und 25 und danach ziehe ich das noch mit meinem Handgefühl an, ob das so passt. Wo haben wir die große Ratsche? Jawohl. Jawohl, jetzt kontrollieren wir nochmal mit 30 Newtonmetern. Jawohl. Passt. Ja, natürlich brauchen wir auch diese Kappe hier noch, die da unten reinkommt. Wenn der Sattel jetzt fest ist, werde ich hier nochmal die Schraube kontrollieren. Die sitzt bombastisch. Und jetzt kommt, wie gesagt, diese Staubschutzkappe hier wieder drauf. Jetzt brauchen wir unseren Schlitzschraubenzieher, den großen. Einmal festgeschraubt und die Sache ist erledigt. Der eine ist jetzt drauf. Natürlich habe ich hier oben das hier gelöst, also kommt da auch wieder das kleine Achterschräublein hier rein. Da ist der Achter. Zack, handfest anziehen, passt. Hier könnt ihr das jetzt sehen. Die neuen Belege sind drin. Ich habe keine Bremsflüssigkeit abgesaugt, um euch das mal hier zu demonstrieren. Hier könnt ihr den Füllstand jetzt sehen, wie weit nach oben der Pegel gestiegen ist von der Bremsflüssigkeit. Ja, wäre jetzt der Füllstand grundauf etwas höher gewesen, wäre uns das hier so rübergesippt. Deshalb sauge ich eigentlich den Ausgleichsbehälter immer leer, bevor ich die neuen Belege reinmache, denn die Kolben sind jetzt im Prinzip komplett drinnen. Und wenn ich jetzt die Bremse betätige, jetzt wird sie hart, denn der rechte Sattel war noch nicht drauf. Ja, beide Sattel sind jetzt wieder drauf, alles schön zusammengebaut. Jetzt werde ich nur noch die Bremse hier entlüften. Wie man so eine Bremse entlüftet, könnt ihr gerne bei meinen anderen Videos schauen, wie ich das beim Auto mache, Motorrad, selbes Prozedere. Entweder mit einer Entlüftungspumpe hier an dem Entlüftungsnippel oder ihr könnt es auch mit dem Hebel machen. Einer oben pumpt und der andere, ja, dreht hier mal auf und zu. Und ja, so entlüftet man die Bremse. Jetzt sehe ich gerade noch, hier kommt noch dieser kleine Nippeldeckel da drauf, diese Schutzkappe. Ja, dann haben wir es eigentlich schon fast fertig. Ja, meine lieben Freunde, das Moped ist jetzt wieder fertig. Bremsflüssigkeit ist aufgefüllt. Ich zeige euch nochmal hier von der anderen Seite, wie das hier ausschaut. Da habt ihr hier diesen Kontrollpunkt. Eigentlich müsste hier das Wasser stehen. Ich habe es jetzt ein bisschen überfüllt bis da. Da ist nämlich dieser Lower-Bereich. Ich bin bis oben bis full. Ja, das Moped ist soweit fertig. Die neuen Bremsbelege sind drauf. Die erste Zeit, ja, ein bisschen langsam fahren, langsam anbremsen, das ganze Ding, dass sich, wie gesagt, die Bremsbelege an die Scheibe, ja, anarbeiten können. Das ist ganz wichtig. Zum Schluss nochmal alles kontrollieren, alle Schrauben kontrollieren. Ist hier diese Blindkappe hier mit drauf oder diese Verschlusskappe? Ja, sind die Entlüftungsschrauben fest? Hier oben, wenn ihr das gelöst habt, auch kontrollieren, ob man wirklich alles schön angezogen hat mit Drehmoment hier 25 bis 30 Newtonmetern, diese Schrauben. Ja, und jetzt mache ich eine Probefahrt. Das war's zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Dazu klickt ihr am besten auch noch auf die Glocke. Ja, und wenn es für euch hilfreich war und ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann findet ihr auch unten in der Videobeschreibung einen Spendenlink und alle Produkte wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Euer Chris von BrainX. Ciao.